Moin Moin und willkommen zurück zu Warmer Chaos Bay. Immer noch Kapitel 1. So, wir sollen diesen Techless, diesen Elf hier beim Eingang der Kanalisation treffen. Fortune is with us. The Angor required very little persuasion to Angor. Turn on his human allies. Ah! Wollte ich ja ganz vergessen. Mensch, ist jetzt kein Testvideo. Ich habe ja zwei quasi angezockt Videos gemacht und für mich steht fest, ich werde das Spiel eh spielen. Und denke ich mir mal, mache ich noch ein paar Let's Plays von. Ja, da muss ich auch gleich nochmal ein Sorry sagen. Letztes Wochenende war ich leider das ganze Wochenende unterwegs. Konzerte und whatever. Keine Zeit zum Zocken gehabt. Ich werde das jetzt das aktuelle Wochenende ein bisschen nachholen. Und darum, ich bin mir nicht sicher, ob die Folge am Donnerstag oder Freitag erscheint. Je nachdem. Es kommen erstmal ein paar mehr. Wenn es, wie gesagt, euch gefällt, könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar schreiben. Ansonsten lassen wir uns jetzt mal von diesem Elf erklären, was wir hier zerschlagen müssen. The creature says the leader of the cult is a man named Friedrich Kessler and has offered to lead us directly to the cult's shrine, located deep within the sewers. Friedrich Kessler, der sagt mir was. Den habe ich schon mal gehört, oder? Ist das ein bekannter Charakter? Oder verwechsel ich das vielleicht mit jemandem? Wenn das wisst, schreibt es in die Kommentare. You expect me to trust this goat man? This has nothing to do with trust. If there is one thing that all followers of Chaos have in common, it's supreme self-interest. Der ist bestimmt ein Verräter. They will betray anyone and anything in order to protect themselves. Faced with certain death, the monster will not hesitate to turn on his former friends. Yeah? And what's to stop him from doing the same to me? The prospect of a beheading can be very persuasive, or so I'm told. Die Aussicht auf Enthauptung kann ziemlich motivierend wirken. Ja. Okay, dann gehen wir mal hinab. Ladebildschirm kann man auch immer kreativ sein, finde ich. Mal andere Bilder zeigen. Ist zwar ein schönes Bild, aber sehen wir ja schon so häufig. What's all this? Rise! Spawn of Nurgle! Slay the unbeliever for the glory of the Black God! So viel zum Vertrauen. Scheiße. Hi, Jukits und alles Matschen hier. Alles weghauen. Oh ja. Just strike the fatal blow. Mal kurz weg hier. Müssen ein bisschen heilen. Oh, hier die ganze Seuche. Just strike the fatal blow. Oh, wir müssen ein bisschen im Kreis laufen. Wir müssen in dem Kreis laufen. Wir müssen uns vor den Nurgle-Symbolen nachnehmen. Ah, hier das ganze Seuchenzeichen. Alter, zieht er mich runter. Fuck you. Ja, ich bin tot. Dein Charakter wurde besiegt. Du hast verschiedene Möglichkeiten für eine Rückkehr in den Kampf. Aber wenn du ein Level beendest, musst du es von vorne beginnen. Ja, es ist doch Wumpe hier. Levelleben bezahlen, aufgeben. Was kostet das denn? Vielleicht mehr auf Bastion gehen hier? I've lost the blood. Diese scheiß Seuchenkacke.
Just another second and I'll crush them all. Weg da, weg da, weg da. Ah, der heilt die auch noch. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Diese kleine Ratte da. Und wieder weg da, weg, 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 weg. Solchi, solchi, solchi. Nee, heilen wollte ich mich. Don't toy with me. Just strike the fatal blow. Solchi, solchi, solchi. Nein, er muss sterben. Los. Mama mia. Jetzt rotzt er wieder solchig runter. So, I need more time. Ja, ich sehe auch, du brauchst mehr Moor, irgendwas. So. Ah, das ätzt noch echt richtig nach. So, erstmal kriegt er keine Verstärkung mehr. Sage ich jetzt einfach mal so. So, dann müssen wir wieder weg. Weil wir, das kriegen wir bestimmt wieder so eine halbe Minute Schaden. Das hat sich jetzt aufgehört. Wieder aufgelöst. Hit and run und wieder weg. Weg, 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 weg. Aus dem grünen solchen Bereich raus. Schön in den Kreis laufen. Und weg. Er konzentriert sich. Oh, ewig zum Schlagen. Mama mia. Habe ich jetzt nebenbei die ganze Scheiße aufgehoben oder habe ich das liegen lassen? Und das gleich zum Start, ne? Und der Elf sagt Vertrauen. Irgendwas vom Vertrauen. Diesen Chaos-Fanatiker kannst du nicht trauen. Ach, das war's schon? Wow, wow, wow. Was kommt hier alles an, ey? Metzeln vom Feinsten. So, habt das jetzt mal hier. Oh, die Kugel. Die müssen wir sammeln. Und da liegt noch Gold und ein Fragment. Oh Mann, wird langsam ein bisschen mehr. Aber nur ein bisschen. Ja, kommt mal alle her. Diese verdammten Bogenschützen gehen mir so auf den Sack. Oh, wie komme ich da hin? Teleportieren wir ganz gut. Ah, schon weg. Gibt es hier Thron oder so? Nee, ne? Hätte ja sein können. Ah, die holen lange aus, aber naja. Die 1, 2, 3 sind hier kein Problem.
Also wir müssen auf jeden Fall den Tank hier quasi wissen. Auch, ja, weil die Chaosgötter haben ja verschiedene Fähigkeiten, ne? Also Säure, Feuer oder sowas. Das heißt, wir müssen die Resistenzen hochballern bei ihm hier. Truhen sei schon. Fässer sind immer gut. Bleib stehen, du! Na, das Gold wollen wir auch mitnehmen. Na, kommt her, ihr Klein. Kommt her. Ah doch. Alt-Taste gibt's hier auch, wie bei Diablo. Wenn man was übersehen hat, wird einem das ganz nett angezeigt. Super. Gucken wir uns noch die andere Seite an. Let's give them a little rest. Toll, wir haben genau den richtigen Weg genommen. Na, Abkürzung gibt's hier nicht. Oh, die sind. Ne, die sind auch wieder die ganz normalen großen. Just another second and I'll crush them all. Scheiße, ich habe so einen rot übersehen. Zaubert er oder heilt er hier? Er heilt. Schnetzelpower. Oh. Einsammeln. Damit wir bei der nächsten großen Gegnerwelle richtig Spaß haben. Gibt's hier noch Truhen? Oder Fässer? Leider nein. Oh, der geht's gleich richtig los. Ah, es sind zu viele auf einmal von den starken Viechern hier. Oh, ein Seuchenfass. Hat die Zeichen des Nörgel gehabt. Hier auch. Okay, das Design von diesen Fässern kann sich auch mal ändern. Ist auch nett. Gibt's ja wahrscheinlich mit jedem Chaosgott. Wollen wir ihn doch nicht alleine lassen. Das geht ja gar nicht. Gucken wir uns doch mal hier die an. Irgendwas hier vergessen? Kerzen? Ne, hier. Aber sonst ist hier nichts.
Und geht's da weiter? Oder ist das eine Sackgasse? Oh, da geht's weiter. Da geht's richtig weiter. Aua! Was ist das? Warum hänge ich hier fest? Es war groß. Dann dachte ich mir, nimmst du es einfach mal. You'll never take me like that. Hit me! Ich finde das so ein bisschen echt entspannt, so das Schmetzeln, also. Irgendwas vergessen hier? Da ist eine Kreuzung. Dann gehen wir doch mal die andere Seite lang. Haben wir hier keinen Zeitstress? Wir können uns ja alles angucken. Diese Attacke finde ich echt super. Stößt den Feind ein bisschen zurück. Die größeren werden hier beim Angriff ein bisschen blockiert. Ganz nett eigentlich. Na, für zwei bleibe ich nicht stehen. Aua, du Sack. Wollen wir den Raum nochmal angucken? Oh, hier ist immer richtig viel. Oh, warte mal ganz kurz. Läuft doch. Ah, da drüben habe ich ein bisschen Geld liegen lassen, aber. Mit 22 Goldstücke. Ha! Laufe ich doch nicht zurück. Ich mache hier echt ein Vermögen. Echt? Haben keine Chance. Ah, ich habe immer das Gefühl, es kommt noch gleich ein großer Gegner, bestimmt. Frage ist nur, wo ist er? Na, komm, die Fässer nehmen wir mal mit. Du,
Hi. Komm mal her. Heil nicht vergessen zwischendurch. So, links oder rechts? Gehen wir mal rechts. Ach, ist das entspannend. Genau das Richtige nach der Arbeit. Zack. Immer vorstellen, es ist der Chef. Zack, zack. Nee, mein Chef ist okay. Könnt aber auch eine andere... Stellt euch einfach eine Person vor, die ihr nicht mögt. Und die wird dann niedergemetzelt. Zack, 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 zack. Ja. So sieht's, wenn ich eine Erkältung habe, auch bei mir aus. Im Innern. Da könnte ich auch einen Zwerg brauchen, der da mal durch aufräumt. Achso, den Familienanhänger nehmen wir mit. Aber hier wieder ein Fass und noch ein Fass. Alles mitnehmen. Und dann sind wir quasi da, wo wir vorhin schon waren. Ja, gab ein bisschen Widerstand. Aber für so einen Zwerg kein Problem. Ah, hier rechts geht's raus. Oder tiefer? Steht nicht dran, ne? Ich würde sagen, entweder raus oder tiefer. Also tiefer würde ich sagen, auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob das schon ein Ausgang ist. Ups, wollte ich nicht. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Ah, es muss sich lohnen. Kommt, kommt, kommt. Okay, hier geht's nicht weiter. Wir gehen dann nochmal auf die andere Seite rechts. I must return to the fight! Ja. Da ist eine Truhe. Und das war's ja auch. Okay. Und dann dürfte ja links auch nicht mehr viel sein, außer vielleicht eine Truhe. Und dann sind wir hier auch schon durch mit der Mission. Keine Zeit, geh weg. Da müssen wir auch noch was finden, dass das sich vielleicht automatisch so ein bisschen wieder auffüllt. Weil da können wir mehr Power-Attacken machen. Und da wieder der Ladebildschirm. Oh, sind schon draußen. Ja. Techless, Lügner, du. Beastman played you for a fool, Elf. Let me right into a den of monsters he did. By Grimnir, what a fight! Ja, Grimnir wäre stolz auf dich. I had not expected this. No mere human cult could command such loyalty from das an Ungor. Das ist sowas von gelogen. Der Elf weiß das doch definitiv. Das hätte ich nicht erwartet. Der lügt doch wieder. You're not making sense. If not the cult, then who? If the servants of chaos would sooner die than give up their secrets, then we must find another way to reach their hidden shrine. Selber suchen,
And I suppose you've got some clever new plan all worked out. Go on then, let's have it. Heinrich Voss has more experience with these chaos cults than anyone else in Nuln. Speak with him. Perhaps he knows a way to obtain the information we seek. Maybe if I chop his head and shake it, something useful will fall out. What was that? I said I was looking forward to pecking the witch hunter's brain about our little problem, that's all. Why? What did you think I said? So, 5000 Erfahrungspunkte. Das war's. 250 Goldkronen. Segnung des Glücks freigeschaltet. Die Götter haben deinem Charakter eine zufällige Segnung verliehen, die dir einen Bonus verschafft, solange dein Charakter unbesiegt bleibt. Das heißt, bis ich wieder sterbe. Bam, 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 bam. Und wo sehen wir das nochmal? Nicht hier. Auch nicht hier. Hier war es, glaube ich, ne? Segnung der Weisheit. Dachte vielleicht hier. Weil hier war auch der Foliant des Wissens. Ah, ist das der markierte vielleicht? Oder können wir die jetzt freischalten? Warte mal. Verfügbare Punkte 3 von 31. Das sind wahrscheinlich Sachen, die wir ausrüsten könnten. Das haben wir ja schon. Aber brauchen wir mehr Punkte. Uiuiuiui, da haben wir ja ganz schön viel abgesahnt hier. Da muss ich mal vergleichen und gucken. Das wird jetzt ein bisschen dauern, glaube ich. Ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Ich gucke einfach mal, was ich hier verbessern kann und der Rest kommt dann weg. Aufheben brauchen wir, denke ich, nicht und hauen wir einfach weg. Und dann geht's nächstes Mal weiter. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Liken wäre auch cool. Und wenn ihr mehr von meinem Content sehen wollt, dann lasst doch mal ein Abo da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.